Grüner sind sie dann in Ruhestand gegangen. Mhm. Leider, ja, er hat immer noch ein weinendes Auge, weil er war einfach der Untreue See Sommergaststätte immer so verbunden und hat es so toll gemacht. Sie haben auch lang gewartet mit dem Ruhestand, sind über 70, das darf ich, glaube ich, verraten. Sie haben die Gaststätte an die Stadt Hof übergeben. Wir haben auch natürlich mit den Festwirten würdige Nachfolger finden können. Markus Graub ist auch da. Und heute wollen wir Ihnen, Herr Grüner, für Ihr jahrzehntelanges Engagement, für die Arbeit. Sie haben richtig reingekracht. Sie haben alle zusammen immer wirklich richtig reingehauen dort an der Sommergaststätte. Das konnte jeder sehen. Die anderen haben sich entspannt, haben die Beine baumeln lassen und die Krüge erhoben. Und Sie haben immer in der Hitze, wenn das Wetter am allerschönsten war, haben Sie immer geschuftet. Und wir alle haben so viel davon gehabt und haben so viele schöne Stunden gehabt und haben gut gegessen und getrunken. Und ich meine, der Herr Grüner ist ein ganz würdiger Preisträger. Wir wollen ihn für dieses Lebenswerk danken, ausgeübt an einem der schönsten Orte in unserer Stadt. Und wir überreichen Ihnen heute den goldenen Werschtlamont für die Verdienste, um den Genuss in unserer Stadt und für den unermüdlichen Einsatz als wunderbarer Gastgeber an dem Untreusee. Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Grüner mit Familie. Applaus